Ihr wisst wahrscheinlich aus den vergangenen Videos und Livestreams, dass ich zum Sonic Pad nicht gerade eine gute Beziehung habe. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass das Teil überstürzt veröffentlicht worden ist und nicht wirklich fertig ist. Bis heute nicht. Und deswegen war ich auch sehr skeptisch, als Big Tree Tech mir das Pad 7 angeboten hat zum Testen. Und ich gesagt habe, naja gut, okay, dann schickt mal rüber. Ich probiere es mal aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Und warum das so ist, erzähle ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Und heute geht es ausschließlich um das Pad 7. Das heißt also, das Teil kann erstmal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Wir schauen uns diese Schönheit hier an. Und ja, ihr habt richtig gehört. Es ist eine Schönheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon vom Design her macht das Pad viele Dinge richtig, die ich beim Sonic Pad vermisst habe. Und wir gehen jetzt mal Stück für Stück drauf ein, was denn da so anders ist und warum ich das so genial finde. Ihr wisst, ich habe schon mal den Big Tree Tech Pi reviewed und habe auch damit schon das ein oder andere Projekt umgesetzt. Einer davon steht in der Schule, in der Kantonsschule und tut dort seine Leistung. Und ich muss sagen, wer sich damit ein bisschen auskennt oder wer mit einem normalen Pi arbeitet, kommt hiermit auch wunderbar klar. Das ist natürlich kein Gerät jetzt unbedingt für Anfänger, aber es ist, finde ich, ein sehr solides Gerät und ein sehr gutes Gerät. Angefangen damit, dass man hier verschiedene, naja, auf den verschiedenen Seiten unterschiedliche Ports bzw. Knöpfe drauf hat. Und man vor allen Dingen erst einmal eine original SanDisk-Karte hier reinpackt, mit der man das Ganze quasi beschreiben kann, mit der man das Betriebssystem bespielen kann. Finde ich schon mal muy bueno. Gefällt mir richtig gut. Da könnten sich andere Hersteller was von abschneiden, wenn die dann immer nur so einen, naja, günstigen Klon von SanDisk reinpacken. Hier ist ein original SanDisk 32 Gigabit Ultimate-Karte drin. Das ist also schon mal nicht perfekt, aber ziemlich gut und reicht für den Anfang vollkommen aus. Auf der Rückseite haben wir natürlich einmal einen Stromport, zwei USB-Ports, ein Netzwerkkabel, ein CAN-Bus-Kabel und natürlich nochmal ein SPI-Kabel. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was man denn damit alles anrichten kann. Hier oben ist der Ein- und Ausschalter von dem Pad und an der Seite hier, von vorne gesehen, links, haben wir hier einen Lauter- und Leiser-Schalter und einen Klinkeanschluss. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum brauche ich denn an so einem Pad unbedingt einen Klinkeanschluss? Das war die gleiche Frage, die ich am Big Tree Tech Pi gestellt habe. Da hat es allerdings einen anderen Zweck. Ja, aber hier gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das denn soll. Und dann haben wir hier nochmal auf der rechten Seite, wenn man von vorne guckt, nochmal einen USB-Port und einen USB-C-Port. Was will man mehr? Es reicht vollkommen aus für das, was man tun möchte und von daher ist alles gut. Das Netzteil kommt natürlich auch mitgeliefert, mit allen möglichen Adaptern für die unterschiedlichen Länder entsprechend. Von daher ist es auch vollkommen okay und man hat hier, wie ich finde, einen wunderschönen Standfuß, ja, der auch echt was hermacht und echt was taugt und nicht so wie beim Sonic Pad. So zwei einzelne Füße, die man hier so rausklappen muss und die dann vielleicht in einem unterschiedlichen Stadium da stehen und das Ganze dann so eine Wackelgeschichte ist. Finde ich in der Hinsicht deutlich besser gelöst. Man kann das Ganze natürlich auch so nutzen, um das Ganze so zu halten. Und unter diesem, na, ich klappe es mal so auf, unter diesem Standfuß ist natürlich auch hier so ein rotes Kühlgerippe. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das ist. Nun ganz einfach, dieses Kühlgerippe dient dazu, um das darunterliegende Board, in dem Fall das CB1, also das gleiche Board quasi, die gleiche Basis, die auch der Big Tree Tech Pi verwendet, zu platzieren und zu kühlen. Und zwischen dem Board und dem Kühlgerippe ist auch nochmal so eine wärmeleitende Paste quasi, so irgendwas in der Richtung. Da gibt es auch nochmal ein Ersatzteil dazu entsprechend, dass man das, falls das kaputt geht oder man irgendwann mal was austauschen muss oder einen anderen Prozessor reinpackt, dass man dort natürlich dann auch nochmal eine neue Folie drauf zu packen, damit die ganze Wärme auch abgeleitet wird. Finde ich ziemlich genial. Und ihr habt gerade richtig gehört, man kann dort ein anderes Modul reinpacken. Und zwar nicht nur das Big Tree Tech CB1 Modul, was halt, wie gesagt, auch in einem Big Tree Tech Pi drin steckt, sondern auch ein Raspberry Pi Computing Module 4, also ein CM4-Modul. Das bedeutet, ich kann hier mit dem gleichen Adapter das Ganze rausreißen, wenn ich sage, das ist mir nicht genug Leistung, kann ein CM4-Modul reinpacken und habe dann da einen vollwertigen Raspberry Pi drin mit einem Display vorne dran. Und da sage ich, warum nicht gleich so? Das hätte ich mir eigentlich so in der Richtung von Creality gewünscht. Das ist natürlich ziemlich genial, vor allen Dingen, dass man da auch auf der Seite eine SD-Karte entsprechend reinpacken kann, um dann damit auch das Betriebssystem quasi aufzuspielen. Denn wenn ich jetzt hier die SD-Karte rausnehme und ein CM4 hier hinten reinpacke, dann brauche ich natürlich auch eine andere SD-Karte, ein anderes Betriebssystem und das kann ich hier einfach drüber regeln. Das ist, finde ich, sehr genial. Das gefällt mir richtig gut und das ist mit einer der großen Pluspunkte, wo ich sage, das vermisse ich hier.
Ja, hier ist es alles irgendwie geschlossen. Es ist wirklich so ausgerichtet, dass die Benutzer entsprechend das Ganze nur mit den Standard Creality Druckern entsprechend durchführen können. Natürlich auch mit Custom Druckern. Das muss man dann natürlich auch nochmal individuell anpassen. Da muss man dann nochmal ein bisschen in die Materie reingehen. Mit der Zeit, am Anfang war das ein bisschen krampfig, weil man keine Root-Rechte auf dem Gerät hatte. Und man hier auch wirklich über SSH quasi erstmal gar nicht drauf zugreifen konnte. Dann konnte man drauf zugreifen, hatte aber keine Root-Rechte. Dann hatte man irgendwann Root-Rechte und trotzdem hat irgendwas nicht funktioniert. Bei mir war es zum Beispiel mal, dass über ein Update, was kurz vor dem chinesischen Neujahr kam, dann auf einmal die virtuelle SD-Karte, also dieser G-Codes-Ordner oder G-Code-Files-Ordner entsprechend gelöscht wurde. Dieser Symlink zu dem eigentlichen Speicherort, wo die ganzen G-Code-Dateien liegen. Und schon konnte ich quasi keine Datei mehr drucken. Das musste ich dann irgendwie einrichten, musste warten, bis das nächste Update da ist, um entsprechend diesen Symlink wiederherzustellen. Hier habe ich direkt ab Werk vom ersten Tag an die Fähigkeit, entsprechend über Root natürlich auf das Teil zuzugreifen, über SSH. Und genau das habe ich auch gemacht im Livestream, als wir das Ganze eingerichtet haben. Das heißt, ich konnte direkt hingehen und konnte über Kiao, was ich mir installiert habe, natürlich die ganzen Add-ons, die ich gebraucht habe, nochmal installieren. Das heißt, ich konnte mir ein Octo Everywhere installieren. Ich konnte aber auch hingehen und konnte sagen, okay, ich möchte gerne ein Octoprint drauf haben. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt, wo ich sage, das Ding handelt sich wie ein stinknormaler Raspberry Pi oder wie ein Big Tree Tech Pi und kann genau das und nicht mehr, und mehr soll es auch gar nicht können eigentlich. Und wenn ich jetzt hier hingehe und dann nochmal ein CM4 reinpacke, ein Original Raspberry Pi Computing Module, dann machen auch hier hinten an der Seite die einzelnen, naja, lauter leiser Buttons und der Klinkeanschluss Sinn, weil dann kann ich das Ding, was weiß ich, als Multimedia-Terminal oder irgendwas benutzen. Oder vielleicht als Nextcloud oder als Umbrel Node oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann brauche ich natürlich auch mit der Zeit vielleicht mal hier einen Klinkeanschluss und lauter leiser, wenn ich das Ganze irgendwie da drüber mal Medien abspielen möchte. Also ziemlich genial. Betrieben wird das Ganze von einem 12-Volt-Netzteil und da ist natürlich eins Gott sei Dank dabei. Das Kabel finde ich ein bisschen kurz, was mit dabei ist. Das reicht bei mir hier hinten gerade so von der Steckdose bis zum Pad und dann muss ich das halt nochmal ein bisschen irgendwo erhöht hinstellen. Aber ansonsten war das an dem Pad wirklich ein Kinderspiel, das Ganze einzurichten. Wir haben es im Stream gemacht. Wir hatten dann einmal das Problem, dass quasi in der Config der Ordner für die virtuelle SD-Card quasi falsch benannt war. Als wir das dann geändert hatten, hat das direkt funktioniert und das Ganze konnte auch direkt konfiguriert werden. Ich bin jetzt noch dabei, entsprechend den Elegoo Neptune 3 Max damit zu konfigurieren. Das heißt also nochmal die ganzen Parameter, die ich auf meinem Big Tree Tech Pi eigentlich schon eingerichtet habe, hier nochmal drauf zu packen. Aber ansonsten funktioniert das Teil genau wie ein Big Tree Tech Pi oder aber auch wie ein Raspberry Pi. Und das ist natürlich super convenient, muss ich sagen, ist das Geld echt wert. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Teil sogar ein gutes Stück günstiger als das Sonic Pad und von daher ein No-Brainer. Vor allen Dingen, weil das Sonic Pad ja hauptsächlich auf die Creality-Drucker ausgelegt ist und das mit jedem Drucker eigentlich funktioniert und man da quasi Clipper wirklich für alle Drucker draufspielen kann, sofern man es dann wirklich möchte. Ich finde das Teil einen wirklich guten Einstieg für alle, die sagen, hey, ich möchte gerne mich mit Clipper ein bisschen mehr beschäftigen, ich möchte aber gerne ein bisschen mehr herangeführt werden. Im Lieferumfang ist allerdings, muss ich sagen, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, keine wirkliche Anleitung dabei, wie man das Ganze macht. Wer das gerne wissen möchte, wie man Clipper einrichtet, der kann sich hier mein Clipper für alle Video anschauen. Da erkläre ich, wie man das Ganze mit einem Big Tree Tech Pi oder mit einem Raspberry Pi macht. Analog dazu funktioniert das Ganze hiermit natürlich auch. Das ist kein Thema. Ansonsten hat man natürlich hier die üblichen Sticker mit dabei, eine Quietscheente, alle möglichen Anschlusskabel, die man benötigt und natürlich auch einen ADXL-Sensor, also einen Gyroskop-Sensor, den man dann mit einem Gehäuse oder vielleicht direkt pur irgendwo an den Druckkopf und an das Druckpad später mounten kann, um dann damit auch Input-Shaping zu betreiben. Und da wird es dann echt interessant, dass man sagt, ja, das ist genial. Das haben wir beim Sonic Pad auch gehabt. Da fand ich es ein bisschen einfacher von der Art und Weise her, wie sie es aufgebaut haben, weil die schon gleich diverse Mounts mitgeliefert haben. Beim Big Tree Tech Pad für diesen Druckkopf oder für diesen Sensor habe ich jetzt noch nicht direkt so instant irgendwie was gefunden, wo ich was runterladen kann, aber vielleicht war ich auch einfach zu blind. Ja, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass ich da jetzt noch nicht geguckt habe, aber insgesamt muss ich sagen, dafür, dass das Teil mit Versand und Zoll in allem drum und dran irgendwas um die $125 kostet. Leider gibt es das momentan nur auf der Big Tree Tech Seite zu kaufen momentan und die liefern entweder aus China oder aus den USA. Ich hoffe, dass da auch bald was aus dem Warenhaus in Europa irgendwo herkommt. Da bin ich nochmal dran, dass ich das nochmal rausfinde und dann packe ich euch das unten in die Videobeschreibung, sobald ich da irgendwelche Infos habe. Momentan ist die Kommunikation ein bisschen schwierig, weil da gerade jemand geht und ein neues kommt. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich echt begeistert von dem Teil und ich kann es nur jedem empfehlen. Und wie gesagt, 125 Euro im Vergleich zu diesem Teil, was mich 160 Euro gekostet hat und bis heute noch nicht richtig funktioniert, muss ich sagen, ist das da ein No-Brainer, finde ich. Und jeder, der sagt, er braucht nochmal ein Display für seinen Drucker,
ist damit gut bedient. Auf der Unterseite, wenn man hier noch das Ganze mal hochklappt, hier diesen Griff hochklappt oder diesen Standfuß hochklappt, sieht man hier unten noch zwei Schrauben. Und unter diesen Schrauben verbirgt sich auch nochmal ein Panel, wo man bestimmte Einstellungen vornehmen kann. Also welchen USB-Port man jetzt für den Drucker benutzt und. Das finde ich natürlich auch sehr genial, weil das auch beim SonicPad zum Beispiel alles komplett verblombt ist und verschlossen ist und man da eigentlich gar nicht herankommt. Und hier hat man sich explizit die Aufgabe gesetzt, das Ganze hackbar zu machen, also wirklich auch anpassbar zu machen. Und das finde ich natürlich eine sehr nette Angelegenheit. Sowas würde ich mir natürlich öfter wünschen. Und ich freue mich schon drauf, entsprechend mir nochmal einen zweiten für den nächsten Drucker zu besorgen. Und in diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Videos wie solche nicht mehr verpassen wollt, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank an meine Patreonen. Hold the line, happy printing und ciao. Thank you.